Das Jahr 2020 ist jetzt zur Hälfte rum und deswegen schauen wir uns mal ganz genau meine Zahlen an, wie viel Geld ich mit meinen Immobilien dieses Jahr verdient habe, wie viel also wirklich unterm Strich übrig geblieben ist. Ich werde euch die Zahlen wirklich für jede einzelne Wohnung zeigen, inklusive allen Renditen. Und natürlich gibt es dabei ein paar positive Sachen, ein paar negative Sachen und auch ein paar Überraschungen. Deswegen viel Spaß mit diesem Video. Ja, steigen wir direkt mal in dieses Video ein und ich verspreche euch schon jetzt, das wird ein komplettes Zahlenvideo. Also ich werde euch hier mit Zahlen totschlagen. Viele von euch mögen das ja, diese transparente Art. Und es geht einfach darum, mal zu zeigen, wie sich mein Portfolio entwickelt hat dieses Jahr. Aber manche Jahre gibt es ja positive Jahre, manche gibt es negative Jahre. Dann hat man auch verschiedene Berechnungen von Cashflow, Gewinn vor Steuern, Tilgung, Nachsteuern und so weiter und so fort. Deswegen zeige ich euch einfach mal die Zahlen, die es in meinem Portfolio jetzt gibt für dieses Jahr und was ihr denn für Schlüsse daraus zieht, vor allem auch für eure eigene Immobilienkarriere, für eure eigene Immobilienstrategie. Das ist natürlich euch überlassen. So, steigen wir direkt mal ein. Ihr seht, ich habe hier meine Excel-Tabelle. Ich werde nach und nach die ganzen Reiter aufblenden. Und in den Zeilen, da sind meine ganzen Deals, meine ganzen Wohnungen aufgegliedert. ETW steht für Wohnung, MFH für Mehrfamilienhaus, CRW auch für Wohnung. Ein paar Deals davon sind zusammengefasst. Ja, ETW 10, ETW 12, das sind so ein bisschen Wohnungspakete. Aber alles andere sind in der Regel Einzelwohnungen oder wenn MFH davor steht, ja. Häuser. So, dann habe ich als erste Spalte den Zeitraum eingeblendet, wo drin steht, wie lange ich das Objekt halt in diesem Jahr habe. In der Regel 8 Monate, also wir sind jetzt ja Ende August. Und demzufolge unten ist aber das Haus im Vertrag, das habe ich erst 3 Monate, um das noch ein bisschen differenzieren zu können. So, dann schauen wir mal in die zweite Spalte. Dort sieht man ganz normal den Kaufpreis und direkt daneben auch die Kaufnebenkosten. Und da werdet ihr schon den ersten Aha-Effekt sehen. Ihr seht, die Kaufpreise von meinen Immobilien lagen bei 1,8 Millionen ungefähr, aber die Kaufnebenkosten nur bei 118.000. Ja? Und das gibt natürlich Kaufnebenkosten, die ich in Summe für mein Portfolio gezahlt habe von 6,38%, also sage ich mal 6,4. So, wie kommt das zustande? In der Regel sagt man doch, man muss immer 10% Kaufnebenkosten mitbringen. Ja, das ist eine durchaus gängige Praxis, auch von vielen Banken. Allerdings gibt es halt noch ein paar Tricks, ein paar Booster, wo man das halt noch ein bisschen reduzieren kann. Weil wir wissen ja alle, je weniger Kaufnebenkosten man mitbringen muss, desto schneller kann man wachsen. Bei mir waren es halt 6,4, also quasi fast sogar nur die Hälfte. Und das liegt daran, ich habe zum Teil 110% Finanzierung gemacht. Ich habe zum Teil mir die Maklergebühren gezahlt, geteilt mit dem Verkäufer. Manchmal habe ich auch die kompletten Kaufnebenkosten auf den Verkäufer umgelegt und konnte damit natürlich Kaufnebenkosten sparen. Wenn du wissen willst, wie das geht, schreib mir gerne eine Nachricht oder trag dich in dem Formular unter dem Video ein, dann können wir das Ganze mal durchsprechen und ich helfe dir damit auch weiter. So, wenn ich die nächsten Reiter aufmache, da kommen dann die Reiter zum Kredit, Restlaufzeit, Wohnfläche, also so diese gängigen KPIs, wie groß die Wohnungen sind und wie viel Restkredit ich noch habe. Na, weil in der Regel habe ich ja 100% aufgenommen, also in der Regel war der Kaufpreis genauso hoch wie das Darlehen. Bei einigen hatte ich aber eine 110% Finanzierung und da war natürlich das Darlehen noch ein bisschen höher als der Kaufpreis. Deswegen kann es auch sein, man sieht es ganz klar bei den ersten 3 Immobilien zum Beispiel, dass dort der Restkredit immer noch höher ist als der Kaufpreis. Ja, das liegt einfach daran, weil ich, wie gesagt, da die Kaufnebenkosten mitfinanziert habe und da natürlich mehr Darlehen hatte als im Endeffekt Kaufpreis. Und das ist generell immer so, wenn du 110% Finanzierung machst, sieht das in deiner Bilanz schlecht aus, weil du dann mehr Verbindlichkeiten drinstehen hast als Kaufpreis. So, jetzt kommen wir aber mal zu den jährlichen KPIs. Na, ich blende in der nächsten Spalte mal die nächsten Zeilen ein, sowohl die Warmmiete als auch die Kaltmiete. Ihr seht das wirklich für alle Wohnungen, die ich da habe. Und das sind jetzt aber auch schon die Mieten, die ich in den ersten 8 Monaten bekommen habe, respektive bei dem Haus und in den ersten 3 Monaten. Und da ist schon der Leerstand abgezogen. Na, wenn ich irgendeine Wohnung hatte, wo ich mal 1-2 Monate Leerstand hatte oder wo die Mieter nicht gezahlt haben, habe ich das gleiche abgezahlt. Also das sind keine theoretischen Werte, das ist wirklich das, was ich in der Praxis bekommen habe. Dann in den nächsten 2 Spalten kommt dann der Kredit, da kommt dann Tilgung und Zinsen, ne, auch aufgegliedert. In der Regel zahle ich ein bisschen weniger Zinsen als Tilgung, weil ich einfach
zwischendurch auch mal 2,5 oder ab und zu auch mal 3% Tilgung im Portfolio habe. Und die Zinsen sind bei mir angefangen früher bei 2,4% für meine allerersten Immobilien bis runter zu sogar unter 1%, also natürlich viel geringer. Und demzufolge sind die Zinsen in der Regel 2/3 von dem, was ich als Tilgung habe. In den nächsten Spalten haben wir dann das Hausgeld und natürlich danach auch noch das nicht umlagefähige Hausgeld, weil wir haben natürlich gerade bei Wohnungen mit dem Hausgeld große Durchlaufposten. Ja, wir kriegen ja die Warmmiete überwiesen und dort sind dann die Nebenkostenvorauszahlungen drin und die decken sich ja oder sollten sich decken mit dem umlagefähigen Teil des Hausgeldes. Deswegen habe ich nochmal den nicht umlagefähigen Teil des Hausgeldes aufgeschlüsselt und da ist auch die Instandhaltungsrücklage drin, ne? Weil das für mich ja Kosten sind, die ich bezahlen muss aus eigener Tasche, auch wenn die Instandhaltungsrücklage erstmal nur eine Rücklage ist und nicht ausgegeben wird, aber trotzdem geht sie ja von meinem Geld ab, von meiner Kaltmiete und deswegen nochmal der Extra-Part. Und dann in der vorletzten Spalte habe ich dann auch noch zusätzliche Sachen, die ich dieses Jahr für dieses Objekt hatte. Seien es Reparaturen, sei es Neuvermietung, sei es vielleicht mal Strom für eine Leerstandswohnung, ja, oder Rechtskosten für irgendwelche Rechtsstreite. Also das sind dann quasi zusätzliche Kosten, die erstmal so nicht geplant sind, die aber immer kommen. Die hat man wirklich immer, aber halt nicht regelmäßig, auch nicht für jede Wohnung. Ja, und dann machen wir jetzt mal die nächste Spalte auf und da sieht man jetzt den Gewinn. So, erstmal, wie berechne ich den Gewinn? Der Gewinn wird ganz normal berechnet. Ich kann mal hier in eine Spalte reinklicken. Da sieht man ganz normal, der Gewinn wird berechnet, Kaltmiete abzüglich Zinsen, abzüglich nicht umlagefähiges Hausgeld und zusätzliche Kosten. Also alles, was ich wirklich an Bewirtschaftungskosten habe, geht von der Kaltmiete weg und die Zinsen gehen auch weg, weil Zinsen habe ich ja Kreditzinsen, die ich brauche, um die Finanzierung aufzunehmen. Und was da übrig bleibt, das ist wirklich der Gewinn, der wirklich für meine Vermögensbilanz ja wirksam ist. Natürlich kommen dann noch Steuern mit hinzu, aber Steuern kann ich jetzt noch nicht bewerten, weil wir noch mitten im Jahr sind. Das wird ja am Ende auch dann komplett saldiert und demzufolge sind die Sachen natürlich hier alle Vorsteuern. Wobei ich zu den Steuern sage ich ganz am Ende noch was. Und vielleicht ist dir auch aufgefallen, hier ist die Tilgung nicht drin. Das ist richtig, weil die Tilgung zählt zum Gewinn hinzu. Ja? Tilgung ist ja linke Tasche, rechte Tasche, dein Mieter bezahlt dein Darlehen ab. Ja, das heißt, es geht zwar von deiner Kaltmiete oder von deiner Warmmiete im Endeffekt ab, aber damit wird ja der Kredit getilgt und demzufolge steigt dein Nettovermögen, weil ja deine Vermögensübersicht im Vergleich zu deinen Verbindlichkeiten wird ja immer besser, weil der Kredit bezahlt wird. Also Tilgung ist gewinnwirksam, ist vermögenswirksam und deswegen zählt das zum Gewinn hinzu. Ne? Praxisbeispiel, wenn du zum Beispiel null Cashflow hast, aber jeden Monat zahlen dir alle deine Mieter komplett eine Wohnung ab, ja, dann steigt dein Vermögen ja auch, dann machst du ja auch Gewinn und deswegen gehört es hinzu. Und da habe ich nämlich in der Vergangenheit mal ein bisschen Kritik bekommen, weil einige gesagt haben, Tilgung kannst du nicht hinzuzählen, weil das hängt ja auch vom Wert der Immobilie ab. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Immobilie in der Pampa hast und du tilgst jedes Jahr, sage ich mal, 2%, aber im gleichen Atemzug sinkt die Immobilie im Wert von 2%, dann hast du ja auch nichts gekonnt, dann gleicht sich das ja aus und deswegen kann man ja Tilgung gar nicht hinzuzählen. Ja, das ist aber eine Milchmädchenrechnung, weil auf der anderen Seite gibt es ja auch Immobilien, die im Wert steigen. Ja? Das heißt, ich habe Immobilien, die im Wert steigen und vielleicht habe ich auch Immobilien, die im Wert sinken in der Pampa, kann ja auch sein, aber die gleichen sich gegeneinander aus, wobei ich mehr Wertsteigerung habe als vielleicht auch Wertverlust und deswegen lasse ich dieses Argument nicht gelten. Ich lasse mal diese Wertverschiebung komplett raus und gehe jetzt wirklich nur auf der Tilgung, was für einen Kaufpreis ich hatte, was für ein Darlehen ich hatte und wie es davon abgeht. Und wenn man Kredite tilgt, dann steigt nun mal das Vermögen. Nichtsdestotrotz habe ich Rechtsannehmen auch noch mal eine zweite Spalte, die blende ich jetzt ein. Und das ist wirklich der Cashflow bzw. das, was man als zusätzliche Rücklage ansparen könnte. Ihr wisst ja, alles, was ich an Cashflow habe, das gebe ich jetzt nicht aus, also davon kaufe ich mir jetzt keine teuren Sachen, fliege davon nicht in Urlaub, sondern das stecke ich ja 1:1 in den Aufbau meiner Rücklage. Deswegen ist das, was ich als Cashflow jetzt habe, für mich erstmal da, um eine Rücklage aufzubauen. Man könnte natürlich sagen, ja, das muss man nicht machen, man kann davon noch leben und bezahlt immer alles aus dem laufenden Cashflow. Das habe ich am Anfang ja auch gemacht. Das muss jeder für sich vereinbaren, was für ein Risikotyp ist, wie er damit umgeht. Ich für meinen Teil baue lieber eine Rücklage auf und verkonsumiere deswegen nichts. Deswegen ist das alles, was da übrig bleibt, was jetzt quasi ja, in meine Rücklage geht. Und auch hier ist die Rechnung. Dort
nämlich die Kaltmiete, diesmal aber abzüglich mit der ganzen Annuität, auch die Tilgung geht dort quasi ab, weil die Tilgung, die muss ich ja erstmal bezahlen, die kann ich ja keine eigene Rücklage aufbauen, abzüglich des nicht umlagefähigen Hausgeldes, abzüglich der zusätzlichen Kosten, und da komme ich auf einen gewissen Wert. Ja? Das heißt also, dieser Cashflow ist das gleiche wie der Gewinn, aber einfach da von dem Gewinn nochmal die Tilgung abgezogen, was wirklich als Cashflow dann auf mein Konto kommt. Und diesen Cashflow, den buche ich ja um auf mein Instandhaltungskonto. Ja, ihr könnt sehen, ich habe das ja nach jeder Wohnung gemacht. Ganz unten habe ich eine Summe. Das heißt, der Gewinn bei mir im Portfolio liegt bis jetzt, ja, also nach August, bei 50.340. Und wenn das jetzt ganz normal so weitergehen würde, wenn ich jetzt hochprognostizieren würde aufs ganze Jahr, dann würde ich ja rechnen, 50.340 durch 8 mal 12, dann würde ich bei 75.000 landen. Und der Cashflow, den ich habe, das sind ja die 20.000, 20.221 durch 8 mal 12, da werde ich Ende des Jahres irgendwo bei 30.000 Euro landen. Das heißt, ich werde mein Vermögen erhöht haben um 50.000, allein nur durch die Tilgung der Kredite, ne, Wertsteigerung mal noch gar nicht mit eingerechnet. Und meine Instandhaltungsrücklage wird auch um 20.000 Euro, respektive projiziert aufs Jahr um 30.000 Euro, gestiegen sein. Und das heißt einfach, dass ich dann dieses Jahr mit den Immobilien 75.000 Euro an Gewinn machen werde. Jetzt stehe ich bei ungefähr 50.000 und Ende des Jahres werde ich bei 75.000 stehen, wenn jetzt keine richtig fiesen Sachen hinzukommen. Es kann ja immer mal passieren, dass man plötzlich eine Wohnung renovieren muss oder das Untergangsszenario, dass sofort mal ein Dach fällig wird, eine Heizung fällig wird. Natürlich kann das passieren, ja? Aber man kann ja auch ein bisschen kalkulieren, man kann sich ja die Gewerke anschauen, die Baujahre, wann die fällig wären. Und wenn das Dach erst 10 Jahre alt ist, wie jetzt zum Beispiel in dem Haus in Chemnitz, was ich gekauft habe, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es in den nächsten 5 oder 10 Jahren gleich wieder komplett gemacht werden muss. Und demzufolge kann man ja auch einen kleinen Instandhaltungsplan machen und sich darauf vorbereiten, wann was kommt. Ja, du kannst eine Übersicht auch gut sehen. Es gibt einige gute Sachen, also einige Sachen, die einen guten Gewinn abwerfen, einen guten Cashflow. Ja, zum Beispiel hier meine ETW 10, aber gut, das sind ja auch 5 Wohnungen zusammengefasst. Oder auch mein Mehrfamilienhaus 1 macht trotzdem noch guten Gewinn, auch wenn ich damit so viel Struggle habe und auch teilweise 2 Wohnungen Leerstand habe. Das liegt einfach daran, weil ich ja mit einer hohen Rendite eingekauft habe, kann ich auch einen gewissen Leerstand verkraften. Im Gegenzug habe ich aber auch ein paar Sachen, die sind nicht so schön. Hier zum Beispiel meine ETW 13, die ist sogar fett minus mit 2.652 und im Cashflow sogar mit 3.358. Woran liegt das? Ja, das ist ein bisschen meine Problemwohnung, wo ich sehr viel zu tun habe. Und das war ja aber auch die Wohnung, wo ich selber mal 2 Monate drin gewohnt habe. Und das Ding hat eine Warmmiete von 550 Euro irgendwie. Und wenn da 2 Monate ich selber drin wohne, zahle ich mir ja keine Warmmiete, fehlt ein Tausender. Das ist natürlich ganz klar. Und ich habe natürlich, als ich drin gewohnt habe, auch einige Sachen gemacht. Ne? Ich habe ein Fenster muss ich komplett machen. Die Balkontür musste eingestellt werden. Dann habe ich das doppelte Fenster eingebaut im Schlafzimmer. Also nochmal eine zweite Fensterfront für 2.000 Euro. Das ist da einfach ruhiger wird. Dann habe ich dort eine Einbauküche eingebaut, auch nochmal für 2.500. Das heißt, da sind so ein paar Kosten mit dabei, die jetzt natürlich das Ganze ins Negative ziehen. Aber dann in Zukunft habe ich hoffentlich nachhaltigere Mieter, die länger drin bleiben, weil die Qualität der Wohnung einfach besser ist. Weil jetzt ist es dort ruhiger, es ist eine Küche drin. Und wenn die länger drin werden, dann habe ich weniger Mietausfall und hoffentlich in Zukunft auch weniger Kosten. Ja, und bei den anderen Wohnungen ist es so, da habe ich in der Regel zumindest mal Cashflow positiv. Hier bei meiner CHW 3, gut, da bin ich vom Cashflow auch negativ mit 285 Euro. Das ist ja die Wohnung, wo die eine Mieterin einfach ausgezogen ist und sich nicht abgemeldet hat und auch keine Wohnungsübergabe habe, wo ich ja sogar Angst hatte, dass ich in die Wohnung einbrechen musste. Da gab es ein genaues, komplettes Video mal zu, das verlinke ich euch hier. Und die hat natürlich jetzt auch schon 3-4 Monate lang keine Miete gezahlt, obwohl sie eigentlich müsste. Ja? Und die Wohnung sah wie scheiße aus, deswegen konnten wir auch niemand Neues reinlassen. Und deswegen, wenn man natürlich 4 Monate da Leerstand hat oder kein Geld bekommt, dann zieht das natürlich auch runter. Ja, alles andere ist in der Regel positiv und wird sich auch noch weiter erhöhen, da gehe ich davon aus. Ich habe natürlich jetzt schon ein paar Rechnungen, jetzt auch im September oder von August noch, die bezahlen muss. Aber allerdings werden ja in anderen, wird die Miete ja auch, teilweise habe ich auch schon Mieterhöhungen drin, wo jetzt ein bisschen mehr Miete bei einigen Wohnungen da ist. Das heißt, wenn ich so jetzt eine Projektion mache von dem Ganzen nach oben auf 75.000, dann kann das schon ganz gut
ausgehen. So, und dann kommen wir auch gleich zu den Renditezahlen, ne? Weil wenn man sich das ganze Portfolio anschaut und wenn ich jetzt meine Renditen mal einfach ausrechne auf diesen Zahlen, die ich hier habe, dann hat man als allererstes die Mietrendite und die Mietrendite, die liegt bei mir bei 8%. Die Mietrendite ist ja einfach nur die Jahreskaltmiete geteilt durch den Kaufpreis, die liegt bei 8%. So, die nächste Rendite dieses Bestes, die Bruttorendite, liegt bei mir bei 7,5%. Da setzt man die Jahreskaltmiete ins Verhältnis zu den ganzen Anschaffungskosten, also zu den Kaufpreis inklusive Kaufnebenkosten, die liegt bei 7,8%. Dann habe ich noch die Nettorendite. Die Nettorendite ist ja die Kaltmiete, abgezogen von allen Bewirtschaftungskosten, von allen Zinsen und das ins Verhältnis zu den Kaufpreis- und Kaufnebenkosten gesetzt. Also quasi der Gewinn, den man hat, ins Verhältnis gesetzt zum Kaufpreis inklusive Kaufnebenkosten, also zu den Anschaffungskosten. Und da liege ich bei 3,8%. Und wenn ich mir dann nochmal die Eigenkapitalrendite anschaue, also der Gewinn, den ich hatte im Verhältnis, also die 50.000 Euro Gewinn im Verhältnis zu den Kaufnebenkosten, bin ich sogar bei 63%. So, und da das Ganze ist jetzt natürlich immer runtergebrochen durch 8 Monate mal 12, um das aufs Jahresbasis hochzurechnen. Und da muss ich sagen, das sind eigentlich sehr gute Werte, ja, also eine Bruttorendite von 7,8%, Eigenkapitalrendite von 64%. Das ist auch der Grund, warum ich nicht in Aktien investiere, weil warum soll ich denn in Aktien oder auch P2P oder ETFs mit, sage ich mal, hochgesponnen 10% investieren, wenn ich hier bei meinen Immobilien eine Eigenkapitalrendite von 63% habe, ja. Also mit Immobilien kann man dadurch einen Leverage-Effekt einfach viel, viel mehr Rendite bekommen und viel schneller Vermögen aufbauen als sonst. Ja, das sind also die aktuellen Werte aus meinem Portfolio. Na, wie du die jetzt bewertest, einschätzt, das ist nochmal eine andere Sache. Dieses Jahr hatte ich bisher noch keine größeren Reparaturen und Sanierungen. Das Einzige, wo ich ja groß dran bin, ist natürlich ja jetzt mein Mehrfamilienhaus in Chemnitz, was ich gekauft habe, aber als Sanierungsobjekt, das Kernsanierungsobjekt. Na, genaues Video dazu verlinke ich euch mal hier. Und dort wird es so sein, dass ich durch die Denkmalabschreibung und auch durch die ganze Abschreibung der Renovierungskosten, die ich vor Eigentumsübergang habe, da kann ich ja extrem viel quasi als Kosten ansetzen, werde ich so viele Kosten generieren, ja, also die ich nicht selber bezahlen muss, zumindest nicht komplett, weil ein größer Teil davon ist ja kreditfinanziert, werde ich so viele Kosten generieren können, dass ich den Rest von diesen Kosten komplett auf mein Portfolio umlegen kann. Also wenn ich ja mein ganzes Haus in Chemnitz ja komplett saniere, das sind ja 200.000 Euro, die ich jetzt da reinstecke, sind das ja 200.000 Kosten und davon kann ich ja allein durch die Denkmalabschreibung kann ich ja da schon irgendwie 20.000 Euro pro Jahr abschreiben. Das hatte ich auch mal ausgerechnet in einem Video, was ich euch hier verlinke. Und da ich natürlich am Ende dann so viel abschreiben kann und meinen Gewinn kalkulatorisch so weit reduzieren kann, werde ich natürlich auch sehr, sehr wenig Steuern zahlen, wenn ich sogar irgendwo sogar bei Null rauskomme. Ja, das ist ja meine Steuerstrategie, weil ja die Leute mal sagen, ja Alex, die Zahlen, die du zeigst, das ist ja vor Steuern. In den meisten Fällen ist es sogar bei mir nach Steuern, weil ich nicht eine Strategie fahre, um Steuern zu reduzieren, sondern generell um Steuern zu vermeiden. Ich versuche einfach über kreditfinanzierte Sanierung mein versteuerbares Einkommen, den Gewinn so weit zu reduzieren, dass ich am Anfang, am Ende ein sehr geringes versteuerbares Einkommen habe, wenn nicht sogar null oder sogar negativ und am Ende keine Steuern bezahlen muss. Das Thema ist ein bisschen komplexer. Dazu habe ich auch ein kleines E-Book geschrieben. Verlinke ich euch mal unter dem Buch, wie das Ganze funktioniert, auch mit Beispielen, dass ihr es euch mal angucken könnt. Vielleicht ist es für euch ja auch eine sehr interessante Strategie. Ja, also das sind die Zahlen aus meinem Portfolio. Also 50.000 Euro Gewinn bisher dieses Jahres. Ende des Jahres werde ich ungefähr bei 75.000 landen, wenn jetzt nichts Größeres passiert. Und ja, das ist, was ich jetzt nach 4 Jahren geschafft habe. Natürlich muss ich dazu sagen, ich habe extrem viel Gas gegeben. Also ich habe ja sehr, sehr viele Immobilien in kurzer Zeit gekauft. Ich hatte auch eine sehr, sehr gute Bonität. Ich habe in der Schweiz gearbeitet und dort auch ein gutes Haushaltseinkommen gehabt, hatte einen guten Überschuss. Mit Eigenkapital bin ich damals nicht so viel gestartet. Aber wie du hier an meiner Statistik siehst, braucht man ja auch gar nicht so viel Eigenkapital. Du siehst ja, ich habe selber ja auch nur 6,4% an Kaufnebenkosten gezahlt. Man braucht ja, wenn man es klug anstellt, nie immer die 10%. Ich sage nicht, dass man kein Eigenkapital braucht. Man braucht Eigenkapital, einfach als Risikopuffer,
falls mal was passiert, dass man sofort flüssig ist. Aber es heißt ja nicht, dass man immer komplett das ganze Eigenkapital einsetzen muss. Das ist nochmal ein anderer Punkt. Also ihr seht, das habe ich jetzt aufgebaut in den letzten 4 Jahren und dieses Jahr habe ich halt einen Gewinn. Und wenn ich überlege, ich habe einen Gewinn von 50.000 Euro, das ist ja ein Gewinn, den andere Leute mit ihrem Vollzeitjob haben. Und bei mir ist es ja das Gehalt, was jetzt quasi über die Immobilien nebenbei reinkommt. Natürlich habe ich damit auch einen gewissen Aufwand, aber ich habe damit keine 40-Stunden-Woche, wie andere Leute für so einen Gewinn arbeiten müsste und auch für den Cashflow. Ja, jetzt kann man ja sagen, ja, in den Gewinn ist ja Tilgung mit dabei, stimmt. Aber auch wenn ich jetzt von dem Cashflow von den 20.000 ausgehe, auch das sind ja Werte, was immer noch mehr ist als die Hälfte in Deutschland verdient. Das Medianeinkommen in Deutschland liegt ja bei 1.600 netto. Und 1.600 netto, das sind ja ungefähr 20.000 pro Jahr, mal jetzt aufgerundet. Das heißt, die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland verdient mit ihrem Job weniger, als ich jetzt mit dem Immobilienportfolio, was ich mir nach 4 Jahren aufgebaut habe. Und da muss man einfach mal dazu sagen, dass das schon eine riesengroße Menge ist, ein riesengroßes Einkommen ist und einfach zeigt, wie mächtig ist es, wenn man etwas hat, was man nebenbei macht, was man skalieren kann und wo man den Fremdkapitalhebel benutzt. Das heißt, wenn man wirklich Vermögen aufbauen will, ja, langfristig, das wird nicht über Nacht funktionieren, das wird auch nicht in 5 oder 10 Jahren funktionieren. Ihr seht ja, ich packe mein Cashflow, den ich jetzt verdiene, auch in meine Rücklage, um die aufzubauen. Aber wenn ich nach 10 Jahren eine Rücklage habe, die groß genug ist, dann habe ich das ja als Cashflow verfügbar. Und wenn ich dann sagen kann, ich habe den 50.000 Euro meinetwegen als Gewinn verfügbar oder auch 20.000 oder 30.000 als Cashflow, dann sind das ja Werte, das sind ja dann monatlich 3.000 oder 2.500 Euro oder sogar noch mehr. Ich kaufe ja auch weiterhin zu, konsolidiere, von dem man sehr, sehr gut leben kann, seine Kosten decken kann und dann nicht mehr irgendwo in einen Angestelltenjob gehen kann. Also, das sind meine nackten Zahlen. Ihr seht, was man nach 4 Jahren erreichen kann. Und wenn ich das nach 4 Jahren erreichen kann, dann könnte ich ja rein theoretisch nach 8 Jahren sogar das Doppelte erreichen. Oder einfach auch durch mein besseres Netzwerk oder durch meine bessere Effektivität in den ganzen Kaufprozess sogar noch mehr. Das heißt, da kann man sogar noch mehr rausholen nach 8 Jahren oder nach 10 Jahren. Mein Ziel ist ja nach 10 Jahren, das Ziel der finanziellen Freiheit durch Immobilien erreicht zu haben mit 5.000 Euro netto jeden Monat. Ich denke, ich bin da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wenn man sowas nach 10 Jahren erreichen kann und dann nicht mehr im Hamsterrad strampeln muss oder auch keine Unsicherheit mehr für den Job haben muss oder keine Angst mehr wegen der Rentenlücke haben muss, dann ist doch etwas sehr, sehr Beruhigendes. Dann ist es auch ein Ziel, auf das ich gerne hinarbeite. Und wenn es auch mal ein bisschen mehr Probleme gibt, die man dann gerne durchsteht, weil man weiß, am Ende lohnt sich das. Ja. Jetzt könnt ihr gerne unter die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was ihr von den Zahlen haltet. Könnt auch mal reinschreiben, was ihr so für Zahlen habt. Gerne bin ich für positive und auch negative Kritik offen. Schreibt gerne drunter, was ihr haltet. Und wie gesagt, ist eine Halbjahresbetrachtung und am Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres werden wir dann mal wirklich sehen, was am Ende des Jahres rausgekommen ist. Abschließend würde ich noch sagen, ich habe es zwischendurch ja mal erwähnt, diesen Vergleich mit Aktien, ETFs und P2P und so weiter. Und die Zahlen, die ihr hier seht, ja auch mit der Eigenkapitalrendite, die zeigen einfach, dass man mit Immobilien über den Leverage-Effekt, wie gesagt, viel schneller Vermögen aufbauen kann, als man das mit jeder anderen Asset-Klasse machen kann. Deswegen ist es ja so wichtig, den Leverage-Effekt zu verstehen, den Hebeleffekt. Und wenn du da nochmal genauere Infos zu brauchst, verlinke ich dir mal hier dieses Video drunter, wo ich nochmal viel genauer erkläre, wie der Leverage-Effekt funktioniert, warum man damit so gut Vermögen aufbauen kann und warum Immobilien gerade im Vermögensaufbau viel besser sind als der Großteil der anderen Asset-Klassen. Viel Spaß mit diesen Videos.